to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Er hat doch noch gar nichts gemacht. Doch, ich habe auf live geklickt. Das muss. Was? GHD. Ich klicke einfach nur auf live und zack. Bam, 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 bam. Live, Hype Train Level 4. Der goldene Reinhard, der hängt jetzt schön an meinem Mikrofon. Der wird auch erstmal eine Weile bleiben. Kurze Story dazu. Ich habe ein kleines Paket bekommen von Game & Game TV, den wir auch mal öfters geratet haben. Und da haben sie mir so eine Mystery-Tüte reingepackt. Es gibt von Overwatch so Tüten, wie bei Lego zum Beispiel. Da wisst ihr nicht, was drin ist. Und das ist eine Rare-Figur. Die gibt's nur einmal. Also, die gibt's schon öfter, aber sehr, sehr selten. Ich habe übrigens neues Mikrofon. Das andere war mir zu viel hier mit Mischpult und dem ganzen Scheiß. Und ich hatte immer so Knackser da drin. Gib es ruhig zu, du streamst nur nicht so oft, damit du nicht so viele Mauspilz verschicken musst. Nee, damit hat das nichts zu tun. Aber ich habe noch zwei liegen tatsächlich. Ich bin vorbereitet. Wenn jemand das Mauspad einlöst, ich bin vorbereitet. Ich gebe Kreatin ein und kriege als erstes Wundermittel Kreatin. Umarmendes Gesicht. Umarmendes Gesicht. Da sieht man mal, wie aufmerksam du die Videos schaust. Ich habe das Video geguckt bis zu einem Teil, wo es für mich interessant war. Ich habe ausgelassene Frames, 511 schon, ich weiß nicht woher. Scheiß Vodafone, ey. Glaubst du, wird der Preis der 40,90 im Sommer ein wenig runtergehen? Ja klar, weil im Sommer die Nachfrage auch nicht so hoch ist, weil die Leute dann ja eher draußen sind, anstatt zu zocken, ne? Ich wollte mir jetzt dieses Sonic Mainboard kaufen, das kostet 270 Euro, Alter. Muss einfach sagen, danke für deinen Kanal und den Discord, seid die Besten. Ja, bitte, bitte, wir helfen, wo wir können, ne? Kurz vor meiner Aufnahmesession ist ein kleines Paket gekommen von einem Herrn PC Check. Der hat mir nämlich sein Merchandise geschickt. Ey, vielen, vielen Dank dir. Ohne Scheiß, ich freue mich nämlich ultra über USB-Sticks. Ich habe einen Mangel an USB-Sticks und der hat mir gleich zwei davon geschickt. Cooler Merchandise, coole Flaschenöffner, die ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht brauche, aber vielleicht irgendwann. Deshalb vielen Dank dir. Wie findest du Power-Color-Grafikkarten? Ich finde die gut. Die Red Devil sind, glaube ich, auch aus dem Hause Power Color. Und die Red Devil Karten habe ich sehr oft verbaut. Und das sind richtige Brecher, aber die sind auch geil. Leider nur in der AMD-Variante natürlich, ne? Red Devil gibt's bei Nvidia leider nicht, was ich sehr schade finde. Mein Internet fickt mich gerade, Leute. Du streamst viel zu selten zurzeit. Ja, ich bin Schichtarbeiter. Ich muss noch die Videos machen, ich habe Schichten, ich muss die Reviews machen, weil die Hersteller sagen natürlich auch einen gewissen Zeitrahmen immer an, ne? Die sagen dann, in den nächsten zwei Wochen hätten wir gerne was. Kannst du das nachträglich noch ablehnen, wenn du ein Produkt schon da hast? Ja, sicher. Ich unterschreibe ja keine Verträge, ich bin ja nicht doof. Unterhalte mich sofort. Ja. Hallo. Guck, jetzt habt ihr mich wieder ganz besonders hässlich. Eigentlich, wenn ihr jetzt euch die aktuellen Grafikkarten so anguckt, könnt ihr mit allen Grafikkarten streamen. Guck mal, ich pimmel hier immer noch mit einem G530 rum oder was das hier ist. Ne, G430, Entschuldigung. Ganz günstiger und besser bei Mifcom kaufen als bei Aldi. Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber gut. Hallo zusammen. Ich finde diesen Preis schon so geil. dieser Kackhaufen. Es ist so gut. Ey, Vodafone, ich schwöre euch, ich mache euch lang. Vodafone, ich mache euch lang. Ja, lag, ich weiß, ich hatte gerade hier null. Das sind meine Verbrauchswerte in Kilowattstunden. Ja, ihr seht's. Jetzt gerade seht ihr auch 332 Watt. Wenn ich jetzt mit einem Monat bummelig 120 Kilowattstunden rechne, mal 12. Ja, ich nehme dafür einen Taschenrechner. 120 mal 12. Komme ich auf 1440 Kilowattstunden. Ich glaube mal 0, was haben wir eben gesagt, 40 Cent? Bist du bei 576 Euro im Jahr. Nur für den PC. Wenn man den Widerstand vom Zähler weiß, kann man auch den Stromverbrauch halbieren. Man kann auch bei alten Zählern Neodym-Magneten da dran halten. Ich will jetzt niemanden dazu irgendwie aufrufen, aber man kann einen Neodym-Magneten dran halten. Dann dreht das Ding langsamer. Oder auch schneller, je nachdem. Windows für 147 Euro da drin. Mach es nicht. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie man Windows selber installiert. Wir verlosen jetzt mal eben das Case. Und zwar geht es um das hier. Das mache ich mit einem YouTube-Comment-Picker. Ihr kennt das ja. Ich mache es immer im Livestream, damit mir keiner nachsagen kann, ich würde meine Gewinnspiele faken. Ja gut, wenn ich kurz off war, ist egal. Hauptsache der Bot spinnt nicht wieder rum und pinkt hier schon wieder alle, dass ich schon wieder neue live wäre. Wir machen jetzt hier, ja, so werden die Gewinnspiele gerickt. Ja, genau. Ich gehe kurz offline, damit... Ihr seid so behindert. Schaut ihr im Vergleich das Netto-Ding an. Also Netto, ist das schon wieder so ein Joy-IT-Scheiß-Ding? Lass mal sein. Ja, weg. Hightech. Ubarus vom Kundenservice nur so lala? Ja, das stimmt. Die sind schlecht erreichbar. Liegt auch im Moment am Personalmangel. Muss man so sagen. Meine Lüfter in der Grafikkarte drehen sich manchmal nicht so wie Twitch oder sowas. Rainbow Steam dreht sich meistens. Nein, das ist gewollt. Das ist der Zero-Fan-Mode. Das ist gewollt.
Ja, ich weiß, aber Fire-Star-TV, ich habe halt ein Problem damit, wenn ich da so gemischte Konfiguration kriege. Ich kann das dann nicht richtig zuordnen. Dafür ist mein Gehirn nicht groß genug. Ah, super, meine Kamera bin ich angezeigt. Das ist wieder Elgato vom Feinsten. Ein wunderschön. Ich guck mal eben, dass ich die wieder zum Laufen kriege. Einen Moment. Käthe, danke für deinen Resub. Mein eigener Mod bezahlt mich. Ist das nicht geil? Jasmin 46 hört sich an wie ein schlechter Pornodarsteller von Pornhub. Mythcoms Konfigurationen machen irgendwo Sinn. Nicht alle, aber die meisten machen Sinn, sind aber leider zu teuer. Das finde ich so schade. Die haben auch 3 Jahre Garantie und Pickup und Return, verstehe ich alles. Aber die müssen ihre Werbetreibenden ja auch irgendwie bezahlen, ne? Also das ist es halt. Der PC-Check-Shop wäre geil. Das wünschen sich echt tatsächlich viele, ne? Kann ich aber nicht bringen. Also viele sagen, dass so ein PC-Check-Shop cool wäre. Aber das sind sogar meine Mods teilweise sagen das. Aber das kann ich einfach nicht bringen. Ich kann ja nicht selber einen Shop betreiben. Mal ganz davon ab, was da alles mit einhergeht. RMA und so weiter. Ich kann ja nicht einen Shop betreiben und dann gleichzeitig über andere Systeme herziehen. Dann nehme ich mir meine komplette Grundlage. Das mache ich lieber nicht. Ob man jetzt noch auf AMD AM4 setzen sollte, ich bin ja immer so ein Verfechter davon, dass man zumindest auf den 1700er Sockel geht, ist dein Ding. Aber AMD ist gerade preis-leistungstechnisch langsam wieder attraktiv, was AM4 angeht. Das wird's. Wird es. Ich habe nicht auf die Anschlüsse geguckt oder so, aber es wird's einfach. Sei einfach so. Ich meine, das ist jetzt rein jetzt von den Anschlüssen her, es ist echt nichts Dolles, ne? Muss man so sagen, es ist echt nichts Dolles. Aber ich habe ja sowieso eine Soundkarte und so drin. Finde es einfach schön. Ryzen 7700X. Das Letzte, was ich aktuell machen würde, ist auf AMD zu gehen. Aber gut, muss jeder selber entscheiden. Kreativwecker, einfach süßester YouTuber in Deutschland. Naja. Ey, ich habe mir was gekauft, das muss ich euch zeigen. Die meisten wissen es schon. Ich habe es euch 1000 Mal erzählt. Ich habe es noch nie ausgepackt. Lecker. Ja. Die Finger zu fett für die Kleinen. Halt die Fresse. Und da sieht man es jetzt. Der Ring. Ach, Klausi, halt die Fresse. Kriegst du gleich wieder 10 Minuten. Alter. Und die lässt du mal alle schön auf 2000 Touren laufen. Da kannst du deinen PC nehmen und durch die Wohnung gehen, staubsaugen. Und uns nur einen Filter hinten reinmachen. Dann funktioniert das. Guckt euch das Board mal an. Ey, das ist so räudig. Guckt euch das an. Es ist so räudig. Ey, das hat einen fucking VGA-Anschluss oder Serial-Anschluss, wenn du so willst. Ist ja egal. Blatt Papier. Ey, da ist ja gar nichts los. Ich hoffe, bis ihr deinen Partner benutzt für den Key, funktioniert alles, empfehle ich. Ja, der Partner funktioniert auch, sonst würde ich den nicht als Partner haben, ne? Sag ich euch ganz ehrlich, ich habe da auch schon 3 Keys gekauft. Also es ist wirklich so, wenn der Partner jetzt natürlich die Leute da anfängt zu verarschen, dann können sie mich am Arsch lecken. Hab auch dort einen Key gekauft, alles schick. Ja, sehr gut. Vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig für euch nochmal, wenn ihr bei meinem Partner einen Key kauft, ja, und gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, der funktioniert nicht oder so, schreibt den Support an, ihr kriegt einen neuen. Ja, das ist beleuchtet, Mädels. Könnt ihr euch natürlich auch einstellen, welche Farbe, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Ihr könnt ja auch langsam blinken lassen, nur grün, nur blau. Man hört mich jetzt kaum noch, ne? Rot, weiß, gelb, keine Ahnung, was ihr machen wollt. Von mir aus kriegt ihr auch einen Doktor da drauf von mir, ist kein Problem. Staff, das ist echt, also in der Schweiz versenden DHL, wenn du mit DHL in die Schweiz versendest, wollen die von dir einen Zollantrag haben, so eine Scheiße. Alles Kacke. Ich lass mir für die Schweizer irgendwas einfallen, aber jetzt bei dem Giveaway nicht, okay?